Also, wir haben gestern uns über die Schwingungsgleichung unterhalten, einen komplexen Lösungsansatz gemacht und mit diesem komplexen Lösungsansatz die Schwingungsgleichung ganz einfach lösen können durch Einsetzen. Und da kommt man dann drauf, dass bei diesem komplexen Lösungsansatz das Omega, was da drinnen steht, in einer einfachen Weise zusammenhängt mit der Masse des schwingenden Teilchens und mit der sogenannten Rückstellkonstante. Und diese Rückstellkonstante, das ist das K, das gibt den Proportionalitätsfaktor an zwischen der Größe der Auslenkung aus der Gleichgewichtslage und der Größe der rücktreibenden Kraft. Merken Sie sich, bei harmonischen Schwingungen ist es so, dass die sind dadurch gekennzeichnet, dass die rücktreibende Kraft proportional ist zur Auslenkung aus der Gleichgewichtslage. Und in der Gleichgewichtslage selbst ist sie natürlich null, weil da tut sie ja nichts. Das ist ja eben im Gleichgewicht. Und es könnte natürlich auch andere rücktreibende Kräfte geben, die würden dann zu anharmonischen Schwingungen führen. Aber über die werden wir nicht weiter sprechen. Wir sprechen schon über den harmonischen Oszillator und der wird also so dargestellt. Und diese komplexe Darstellung hat den Sinn, dass wenn man dann letzten Endes zu der konkreten Darstellung für die wirklichen Vergleiche mit experimentellen Vorgängen übergeht, dass man dann den Realteil von dieser komplexen Lösung betrachtet. Und das ist etwas, was man sofort in einfacher Weise mit Hilfe der sogenannten Zeigerdarstellung klar machen kann. Diese Größe x ist gleich a mal e hoch i Omega t. Die lässt sich in der komplexen Ebene so darstellen, wenn da die reelle und da die imaginäre Achse sich befindet, dass sich diese Größe x auf einem Kreis bewegt mit dem Radius a. Das e hoch i Omega t selbst bewegt sich auf einem Kreis mit dem Radius 1, aber das a ist hier noch ein Faktor dazu und bläst den sozusagen auf den Kreis mit Radius a auf. Und wenn man also zu einem gewissen Zeitpunkt sich jetzt hier befindet, dann ist das dieser Winkel Omega t. Und dieser ganze Punkt kreist hier, wenn man das festlegt, dass das von der reellen R-Achse aus so wegläuft, im Gegenuhrzeigersinn innerhalb der komplexen Ebene. Der Realteil, das ist immer dann der Abschnitt auf der reellen Achse. Das hier hingegen ist der Imaginärteil. Der Realteil von x, also wenn das x ist, ist hier also der Realteil von x. Dieser Realteil, den kann man sich jetzt denken, hier aufgetragen, das ist also der Realteil von x, gegen die fortschreitende Zeit t. Und wenn man da zum Beispiel mit 0 anfängt, dann befindet man sich also hier. Und wenn das jetzt im Laufe der Zeit da herumwandert, dann kommt das da herunter, dann wandert es hier herüber. Und Sie sehen, wie dann aus diesen Kreisen in der komplexen Ebene eine Schwingung entsteht. Also das nennen wir die Zeigerdarstellung. Dieses Stück hier, das ist der Zeiger, den man auch mit einem Vektorpfeil versehen kann, der rotiert in der komplexen Ebene im Gegenuhrzeigersinn und der Realteil dieser komplexen Zahl ist dann jeweils
der Betrag, um den gerade die Auslenkung erfolgt, aus der Gleichgewichtslage. Die Zeit schreitet fort, der Zeiger kreist auf diesem Kreis mit Radius a, dementsprechend ist das a und das hier a und Sie sehen sofort, das a ist die größtmögliche Auslenkung aus der Gleichgewichtslage, daher nennt man dieses a auch, das sieht man daraus gleich, die Amplitude. Unterscheiden Sie gut zwischen Auslenkung und Amplitude. Die Auslenkung ist die jeweilige Auslenkung zu einem gewissen Zeitpunkt. Die Amplitude ist die maximale Auslenkung. Jetzt gibt es eine weitere wichtige Größe, das ist die Schwingungsdauer. Das ist die Zeit, die verstreicht, bis man wieder auf einen analogen Punkt oder wie wir das nennen, einen homologen Punkt bei dieser Schwingung kommt und diese Zeit nennen wir groß T und das ist die Schwingungsdauer. Und da ist jetzt wichtig und das wollen wir als nächstes anschauen, wie diese Schwingungsdauer mit der Größe Omega da zusammenhängt. Eine Sache, die auch wichtig ist zu besprechen, ist, dass man natürlich auch den Zeitnullpunkt verschieben kann. Wenn man das tut, dann kommt man von der Darstellung mit I Omega, Omega T zu Omega T plus Phi. Also Änderung des Zeitnullpunktes. Wenn man zunächst einmal den beibehält, den wir jetzt hatten, dann haben wir also den Realteil von x, das ist dann a mal Cosinus von Omega t. Das ist der Realteil von dieser Zahl. Und wenn wir jetzt einen Zeitnullpunkt verändern, dann kommen wir zu einem Realteil von x, das ist dann a mal Cosinus von Omega mal t minus einem entsprechenden Zeitnullpunkt t0 oder schreiben wir auch plus t0, egal in welcher Richtung man den Zeitnullpunkt verschiebt. Und dieses Omega mal t plus t0, das kann man auch schreiben als a mal Cosinus von, und da schreiben wir dann Omega t plus eine Konstante. Omega t plus eine Konstante phi. Denn Omega t steht da und Omega mal t0 ist dann diese Konstante phi. Diese ganze Größe hier, das Argument des Cosinus, nennen wir die Phase. Und das Phi, die Phasenverschiebung. Diese Größen werden uns insbesondere dann in der Optik nächstes Semester sehr oft vorkommen, wo es gerade darum geht, dass verschiedene Schwingungen und Wellen in unterschiedlichen Phasen zueinander verlaufen können und dadurch ergeben sich dann verschiedene Effekte, insbesondere Interferenzen. Über das wird später zu sprechen sein. Jetzt ist aber wichtig, sich zu überlegen, was es mit dieser Schwingungsdauer auf sich hat. Wie können wir diese Schwingungsdauer feststellen? Naja, diese Schwingungsdauer t hat die Eigenschaft, dass wenn man mit der Zeit um eine solche Strecke t weiter fortschreitet, man wieder die gleiche Bedingung hat, wie vorher. Gerade so einen Fortschritt eben um dieses Zeitintervall. Das heißt aber, dass der Cosinus, um den es hier geht, der Cosinus von Omega mal t plus ein solches Groß t,
das gleiche sein muss wie der Kosinus von Omega t. Wenn ich um ein Intervall groß t weitergehe, muss ich wieder in der gleichen Situation sein wie vorher. Na, da muss man sich anschauen, wie denn das beim Kosinus ist. Was hat denn der Kosinus für Periodizitäten? Na, so wie der Sinus, wie alle Winkelfunktionen, wenn man einmal einen vollen Winkel herumläuft, wenn man also da herumgelaufen ist und wieder zum gleichen Punkt kommt, dann ist gerade diese Zeit verstrichen. Das heißt, das bedeutet, dass das Omega mal t plus groß t gleich sein muss das Omega t plus 2 Pi. Denn 2 Pi im Bogenmaß, alles wird im Bogenmaß gemessen, ist eben der volle Winkel. Über das haben wir ja, glaube ich, schon öfter gesprochen, das wissen Sie schon. Pi ist daher 180 Grad und Pi halb ist 90 Grad. Also das kann man sich ja sehr leicht merken. Also wenn man bei dem Winkel um einen vollen Winkel weitergeht, einmal rundherum, dann ist man da hier um gerade die Schwingungsdauer weitergekommen. Gerade dieses Zeigerdiagramm, glaube ich, kann das besonders schön darstellen. Ich schreibe da noch dazu Zeigerdiagramm. Benutzt man gern, um Schwingungen darzustellen. Na, wenn Sie sich aber diese Beziehung anschauen, das ist einfach. Denn da steht Omega T, da steht Omega T, das fällt heraus. Es bleibt stehen, Omega mal groß T ist gleich 2 Pi oder T ist gleich 2 Pi durch Omega. Und Sie sehen damit, was denn jetzt die Bedeutung von dem Omega ist. Die Schwingungsdauer lässt sich darstellen als 2 Pi durch Omega. Aber das ergibt auch umgekehrt eine Interpretation für das Omega. Das Omega ist daher 2 Pi durch T. Und was bedeutet das? 2 Pi ist der volle Winkel. T ist die Zeit, in der da oben der volle Winkel gerade durchschritten wird. Daher ist 2 Pi durch T der Winkel, den der Zeiger in der Zeiteinheit durchschreitet. Winkel für die volle Zeit durch eben diese volle Zeit. Das heißt, in der Zeit T wird der volle Winkel überstrichen, in der Zeit 2 Pi durch T ist der Winkel pro Zeiteinheit. Das heißt, dieses Omega ist nichts anderes als die Winkelgeschwindigkeit des Zeigers in der komplexen Ebene. Und daher nennt man es auch letzten Endes die Kreisfrequenz. Ist gleich Winkel Geschwindigkeit des Zeigers. Ich glaube, das kann man sich sehr gut veranschaulichen. Die Winkelgeschwindigkeit des hier rot gezeichneten Zeigers in der komplexen Ebene, während sich der Zeiger da herumdreht und damit diese Schwingung darstellt als Realteil dieses Zeigers. Nun, dann ist natürlich noch etwas wichtig. Das sieht man unmittelbar. Wenn T die Schwingungsdauer ist, zum Beispiel eine Zehntelsekunde, wie viele Schwingungen werden dann pro Sekunde stattfinden? 10. Das heißt, die Frequenz, die Anzahl der Schwingungen pro Zeiteinheit, ist einfach 1 durch die Schwingungsdauer. Also, das geht sich da jetzt gerade schlecht aus, aber ich bringe es nirgends gescheit unter. Schreibe es halt daher. Nein, das ist nichts. Das ist was sehr Wichtiges. Die Frequenz, die wir mit μ bezeichnen,
ist die Anzahl der Schwingungen pro Zeiteinheit. Und dieses Nü ist gleich 1 durch T. Je kleiner die Schwingungsdauer ist, desto größer wird die Frequenz. Und 1 durch T ist auch Omega durch 2 Pi. Daher ist Nü gleich Omega durch 2 Pi oder Omega gleich 2 Pi Nü. So hängt die Frequenz mit der Kreisfrequenz zusammen. Omega ist die Kreisfrequenz, die steht da in unserem Ansatz drinnen. Omega ist 2 Pi Nü, Nü ist Omega durch 2 Pi. So kommen Sie daraus auf die Schwingungsdauer und der Reziprok, also der Frequenz und das Reziproke der Frequenz ist dann die Schwingungsdauer. Nü ist 1 durch T, also jetzt schreibe ich das auch noch her, T ist gleich 1 durch Nü. Also diese Dinge, die sind also ganz wesentlich für die Beschreibung von Wellen. Die Einheit der Schwingungsdauer ist klar Sekunde, die Einheit der Frequenz, dasselbe wie die Einheit der Kreisfrequenz, ist einfach Sekunde hier auch minus 1. Und das beschreiben wir auch, weil es so häufig vorkommt, nach Heinrich Hertz als Herz. Also ein Herz bedeutet eine Schwingung pro Sekunde. Ein Megahertz, eine Million Schwingungen. Ein Gigahertz, eine Milliarde und so weiter. Okay. Das nächste, was wir besprechen wollen, ist, was ist der Fall, wenn mehr als eine Schwingung auftreten. Also, wenn wir Überlagerung von Schwingungen betrachten. Naja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, wir betrachten zwei Schwingungen mit gleicher Frequenz. Na, das ist besonders einfach. Die können natürlich so angeordnet sein, dass sie zwar die gleiche Frequenz und damit auch die gleiche Schwingungsdauer haben, aber phasenmäßig anders liegen und auch eine andere Amplitude haben. Und wenn man das also reell mit Sinus- oder Cosinusfunktionen rechnet, hat man es da so mit lästigen Additionstheoremen zu tun und das möchte man sich, wo es nur geht, ersparen. Und das kann man auch in dem Fall, wenn man eben hier die Zeigerdarstellung verwendet. Die ist hier besonders praktisch. Zeigerdarstellung. Da haben Sie nämlich die Situation, wieder reelle Achse und imaginäre Achse, dass Sie da zwei Schwingungen mit unterschiedlichen Amplituden und unterschiedlichen Phasenlagen haben, zum Beispiel eine, die so hier dargestellt wird, eine andere, die so dargestellt wird, und da brauchen Sie die beiden nur übereinander setzen und haben dann hier den gemeinsamen Zeiger für beide. Und der dreht sich dann auf dem Kreis hier rundherum und da sehen Sie sofort, dass aufgrund dieser vektoriellen Addition der Zeiger sofort sich ergibt auch die Überlagerung der beiden Schwingungen mit unterschiedlicher Phasenlage und unterschiedlicher Amplitude, liefert wieder eine einheitliche harmonische Schwingung mit einer bestimmten Amplitude, die sich hier durch die vektorielle Addition ergibt.
und mit der gleichen Frequenz. Das Wesentliche ist die gleiche Frequenz, weil das bedeutet, dass dieses ganze Gestell von solchen Zeigern auch starr miteinander verbunden bleibt, während es sich durch die komplexe Ebene dreht, weil sie eben beide Zeiger haben, die mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit unterwegs sind, mit der gleichen Kreisfrequenz und mit der gleichen Frequenz. Diese Dinge werden uns vor allem dann zustatten kommen, das werden Sie auch im kommenden Sommersemester sehen, wenn wir uns mit der Wechselstromlehre beschäftigen, bei elektrischen Schwingungen. Weil dort hat man einheitlich eine Frequenz, bei uns sind 50 Hertz und in den USA sind 60 Hertz, ist halt eine Festlegung. Und im ganzen Wechselstromkreis mit allen seinen möglichen Komplikationen, mit Spulen und Kondensatoren und allem möglichen, wird es doch sein, dass man immer eine einheitliche Frequenz hat. Daher kann man die Vorgänge in Wechselstromkreisen besonders effizient und übersichtlich mit derartigen Zeigerdiagrammen in der komplexen Ebene darstellen. Man muss sich nur immer klar sein darüber, dass die ganze Sache dann natürlich wieder so in die Realität übertragen wird, dass man dann letztlich von allen diesen Dingen die Realteile betrachtet, während dieses ganze Diagramm sich in der komplexen Ebene im Gegenuhrzeigersinn mit der Winkelgeschwindigkeit Omega, hier habe ich es geschrieben, Winkelgeschwindigkeit des Zeigers, bewegt. Also das ist der entscheidende Vorteil von diesen Zeigerdiagrammen. Es hat also die zusammengesetzte Schwingung wieder die gleiche Frequenz, aber eine unterschiedliche Amplitude und eine unterschiedliche Phasenlage im Vergleich zu den beiden Teilschwingungen. Das ist für den Fall gleicher Frequenz. Natürlich, wenn die Frequenz nicht gleich ist, schaut die Sache nimmer mehr so einfach aus. Und da eignet sich auch das Zeigerdiagramm nicht mehr so gut. Weil, wenn Sie zwei unterschiedliche Frequenzen haben, dann eilt ja der eine Zeiger dem anderen davon. Dann bleibt ja das nicht in der gleichen Lage. Und dann ist es auch nicht mehr so leicht, so darzustellen. Und damit man das dann halt auch behandeln kann, ist es dann schon manchmal zweckmäßig, wieder auf die reelle Darstellung überzugehen. Insbesondere für den Fall, wenn man zwei Schwingungen mit ähnlicher Frequenz betrachtet. Ähnlicher Frequenz, das heißt, dass der Unterschied zwischen den Frequenzen klein ist gegen die tatsächlichen Frequenzen. Also der prozentuelle, der relative Unterschied der beiden Frequenzen möge klein sein. Wir machen also kleine Schritte. Zunächst sind sie überhaupt gleich und jetzt sind sie immerhin noch ähnlich, weil sie einen kleinen relativen Unterschied zueinander haben. Ja, und da kann man sich das ganz einfach aufschreiben. Wenn man also zwei Schwingungen hat, alles eindimensional aufgeschrieben, eine, bei der wird also die Auslenkung mit x1 bezeichnet, da haben wir a mal Cosinus Omega 1 mal t, wobei also Omega 1 die Kreisfrequenz eben dieser ersten Schwingung ist und die zweite Schwingung, die wir mit x2 bezeichnen, schwingt in der gleichen x-Achse. Nur das soll sogar dieselbe Amplitude haben, damit es einfach wird und da steht ein Cosinus Omega 2 mal t. Naja, und da kommt es also jetzt drauf an, diese beiden zu addieren. Und da gibt es also so ein Additionstheorem, was ich mir nie merke und das man immer wieder aufschreiben muss. Also Cosinus Alpha plus Cosinus Beta, denn auf das läuft es jetzt hinaus, dass man diese zwei Cosinusse da addieren muss. Das ist 2 Cosinus Alpha minus Beta halbe. Mal Cosinus Alpha plus Beta halbe.
Das ist dieses, wird Ihnen wahrscheinlich aus der Schule noch irgendwo bekannt vorkommen, dass Sie sowas sicher einmal gehört haben. Da kann man wunderbar damit Schularbeiten gestalten, dass man das alles ausrechnen muss und sich dabei 100-mal irrt. Also das ist so ein Additionstheorem für diese Winkelfunktionen. Insbesondere gibt es auch für einen Sinus natürlich, aber jetzt brauchen wir es für einen Cosinus. Und damit können wir jetzt erreichen, dass die gesamte Schwingung x gleich x1 plus x2 sich darstellen lässt als. Und da haben wir einmal die Amplitude a und dann die Summe der beiden Kosinusse. Da haben wir also 2 mal und dann haben wir Kosinus von Alpha minus Beta halbe. In beiden steht das T drinnen, das kann man rausheben. Also haben wir Omega 1 minus Omega 2 halbe mal T mal Cosinus. Das tun wir vielleicht in Klammer, damit das klar ist. Cosinus. Und da steht jetzt Omega 1 plus Omega 2 halbe mal T. Und wie ist das jetzt zu interpretieren? Naja, da sehen Sie dieses Omega 1 minus Omega 2. Das ist eine kleine Größe im Verhältnis zu Omega. Das heißt, da wird die Zeit nur mit was Kleinem multipliziert. Das ändert sich also im Lauf der Zeit relativ langsam. Während dieses Omega 1 plus Omega 2 halbe, das ist einfach der arithmetische Mittelwert der beiden Kreisfrequenzen. Das ist also da im Wesentlichen eine Schwingung mit der Mittenfrequenz. Mit der Mittenfrequenz. Während hier haben wir mitsamt dieser, dem Vorfaktor da eine langsame Veränderlichkeit. Eine inklusive mit dem A da eine Amplitude mit langsamer periodischer Änderung. Weil die ändert sich auch mit der Zeit, aber mit einem kleinen Vorfaktor. Und wie das ausschaut, das kann man sich sehr schön mit Hilfe von zwei Stimmgabeln anschauen, die uns der Kollege Zirkovic vorstellen wird. Ja, Sie sehen da zwei Stimmgabeln, beide mit der Frequenz, Grundfrequenz quasi 440 Hertz. Wobei an einer Stimmgabel, was man das da sieht, sind so kleine Gewichte angebracht, die die Grundfrequenz der Stimmgabel ein bisschen verändern. Dadurch erreicht man, dass eine leichte Differenz der beiden Frequenzen entsteht und übers Mikrofon nehmen wir sozusagen die Gesamtamplitude auf und schauen, was passiert. Also da an der Formel haben wir gesehen, wir sollten einen Schwingungsanteil haben, der der Mittenfrequenz der beiden Frequenzen entspricht und das Ganze sollte noch moduliert werden über eine niederfrequente Amplitudenschwingung. Schauen wir uns das einmal an. Ich glaube, man sieht das ganz schön. Ja. Dass eben die Amplitude der Mittenfrequenz ebenfalls moduliert wird. Ich sage da manchmal gern dazu, das schaut aus wie ein Fischzug. So ein Fischerl nach dem anderen kommt da so hintereinander und jedes Fischerl entspricht einer solchen Schwingung der Amplitude und dann sind die Fischerl noch eingeteilt in lauter so Schwingungen mit der Mittenfrequenz. Also das kann man sich, glaube ich, bei diesen Schwebungen recht gut veranschaulichen. Vielen Dank. Ja. Wieso heißt es genau Mittenfrequenz? Das ist nicht die mittelwertige Frequenz, sondern die Mittenfrequenz. Na, ich sage halt Mittenfrequenz. Das ist der Mittelwert, der arithmetische Mittelwert der beiden Frequenzen. Den nenne ich heute jetzt die Mittenfrequenz. Mitte zwischen den beiden Frequenzen.
Und das macht also sehr wenig aus, wenn das nur wenige Hertz auseinander liegt. Man hat im Wesentlichen die Frequenz, die dann eben langsam mit einer Amplitude überlagert wird und dadurch kommt dieses Auf und Ab der Amplituden zustande. Okay. Nun, die nächste Möglichkeit ist, dass man mehrere Schwingungen unterschiedlicher Frequenz betrachtet. Und da möchte ich nur darauf hinweisen, dass das ein sehr wichtiges Feld ist, das wir kaum jetzt näher bearbeiten werden. Aber was ich Ihnen da mit dem Overhead-Projektor zeigen kann, wenn man also zum Beispiel Schwingungen mit der einfachen, mit der doppelten, mit der dreifachen, mit der vierfachen und mit der fünffachen Frequenz überlagert, so dass mit zunehmend größer werdender Frequenz bei derartigen Phasenlagen hier, fangen alle hier gleich an, die Amplituden immer kleiner gewählt werden und man addiert die jetzt alle, dann kommt man auf diese Kurve, die Sie hier sehen, dass das da hier so etwas wellig heraufläuft, dann da so rübergeht und da unten wieder so weiterläuft. Das heißt, wenn man das fortsetzt zu immer höheren Frequenzen mit immer kleineren Amplituden, kann man dadurch andere Schwingungsformen darstellen. Hier befindet man sich bei der ausgezogenen Kurve schon am Weg zu einem Rechteck. Während die strichlierte, wo man eine etwas andere Überlagerung durchführt, da kommt man am Weg bereits zu einem Sägezahn. Das heißt, man kann unterschiedliche, nicht harmonische, aber periodische Schwingungsvorgänge dadurch darstellen, dass man sie sich zusammengesetzt denkt, durch viele, im Allgemeinen unendlich viele Schwingungen mit unterschiedlichen Frequenzen. Und das führt auf die in der Mathematik sehr gut untersuchten Fourier-Reihen. Man kann also verschiedene periodische Funktionen durch Fourier-Reihen darstellen, in sehr allgemeiner Weise. Da gibt es eine Reihe von wichtigen Theoremen dazu, so dass man sie eben mit immer besser werdender Näherung durch viele harmonische Schwingungen darstellt. Das macht man auch in der Akustik. Und da spricht man dann davon, dass solche Schwingungen, die nicht unbedingt nur harmonisch sind, durch Obertöne charakterisiert werden. Durch Töne mit höheren Frequenzen, die aber mit geringerer Amplitude vorkommen. Also ein Geigenton zum Beispiel, wenn die Geige schön gespielt wird, hat es einen wunderbaren seidigen Klang. Dieser seidige Klang ist sicher schöner als diese langweilige Stimmgabel, die einfach nur macht. Und damit haben Sie diesen seidigen Klang aber dann dadurch realisiert, dass zusätzlich zu der Grundschwingung auch eine Serie von mehreren Oberschwingungen bis zu hohen Frequenzen, aber mit immer kleineren Amplituden eintritt, die dann diese Klangfarbe bewirkt. Also ich wollte hier nur erwähnen, dass durch diese mehreren Schwingungen man also eine Fourier-Analyse durchführen kann. Eine beliebige, oft komplizierte Schwingungsform kann durch Fourier-Analyse dargestellt werden als das Ergebnis einer Reihenentwicklung mit zunehmenden Frequenzen und immer kleineren Amplituden. Und diese Reihen konvergieren dann auch. Damit im Zusammenhang auch sehr wichtig, das Übertragungsverhalten von elektrischen Frequenzübertragungen in der Elektronik und in der Fernmeldetechnik. Denn
um kompliziertere Schwingungsformen, wie zum Beispiel ein richtiges Rechteck, wenn das da nicht noch so gekrümmt wird, sondern wirklich schön scharf ist, brauchen sie hohe Frequenzen, allerdings mit kleinen Amplituden. Und jede Leitung hat natürlich nur eine begrenzte Möglichkeit, Frequenzen zu übertragen, schneidet dann ab und dann kann man sofort einfach sich überlegen, welche Veränderungen des ursprünglichen Signals werden eintreten, weil das Signal dann nicht eins zu eins mehr ankommen kann, weil eben jenseits einer gewissen Frequenz die notwendigen Frequenzen, um das Signal wirklich möglichst ident darzustellen, nicht mehr übertragen werden konnten. Daher ist also die Fourier-Analyse von beliebig gestalteten periodischen Schwingungen sehr wichtig. Also das gehört auch zum Thema Überlagerung von mehreren Schwingungen. Als nächstes werden wir eine weitere Verallgemeinerung noch besprechen, und zwar den Fall, dass wir zwei Schwingungen betrachten, die nicht in der gleichen Achse erfolgen, sondern Schwingungen, bei denen die eine Schwingung und die andere Schwingung unter 90 Grad zueinander verlaufen. Derartige Schwingungen in der Ebene haben auch interessante Aspekte, die wir kurz besprechen wollen. Nämlich, wenn wir solche Überlagerungen anschauen, zweidimensional, dann haben wir also die Situation, dass wir da eine Schwingung in der X-Richtung und eine andere, sagen wir, in der Y-Richtung betrachten. Und da haben Sie also hier eine gewisse Schwingung und dann auch hier eine gewisse Schwingung. Und die Summe der beiden führt dann zu einer Bewegung in dieser zweidimensionalen Ebene. Jetzt bitte ich Sie, das nicht mit unserem Zeigerdiagramm zu verwechseln. Wir haben hier jetzt nicht die komplexe Ebene, sondern wir haben echt in unserer tatsächlichen physikalischen Darstellung zwei Achsen in der Ebene, hier eine Schwingung, hier eine Schwingung und die Summe der beiden ergibt dann jeweils eine entsprechende Überlagerung. Und da nehmen wir als erstes die einfachste Situation, zwei senkrechte Schwingungen gleicher Frequenz. Wir werden das nicht im Einzelnen durchrechnen, aber in unserem Buch finden Sie dazu etwas zusätzliche Informationen, ist keine große Sache. Wir betrachten also eine Schwingung längs einer X-Achse und das sei heute ein A mal Sinus Omega T, Kreisfrequenz Omega, die bleibt auch bei der anderen. Aber in der Y-Achse haben wir dann ein Y, das ist jetzt B, also eine andere Amplitude, mal Sinus von Omega T minus einer gewissen Phasenverschiebung Phi. Naja, und jetzt geht es darum, dass man hier also überlagert und dass man aus dem eine Kurve gewinnt, die da dann in dieser zweidimensionalen Ebene durchlaufen wird. Da muss man also aus diesen beiden Gleichungen, um zu einer Gleichung für diese Kurve zu kommen, das T, das ist ja hier der Parameter, eliminieren. Na, das sind ein bisschen Tricks, wie man das halt macht mit Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat ist 1 und da muss man halt ein bisschen umformulieren. Und da kommt man dann letzten Endes auf eine Gleichung, die da lautet, also durch Elimination von der Zeit T erhält man dann eine Gleichung x² durch a² plus y² durch b²
und dann noch einen weiteren Term dazu, minus 2xy durch ab mal Cosinus Phi. Ist gleich. Und auf der anderen Seite kommt heraus Sinus Quadrat Phi. Das deutet an, dass es nicht weit weg ist von einer Ellipsengleichung. X Quadrat durch A Quadrat plus Y Quadrat durch B Quadrat ist gleich 1. Das ist eine Ellipsengleichung. Aber mit diesem zusätzlichen Term hier kann es auch passieren, dass diese Ellipse ein Stück gedreht ist. Ja, und da kann man jetzt verschiedene Verhältnisse anschauen, verschiedene Phasenlagen. Wenn also die Phasenunterschiede 0 sind, der Sinus von Phi also 0 ist, dann kommt man drauf, dass man das in ein Quadrat entwickeln kann. Das ist ein vollständiges Quadrat. Und da bewegt sich dann diese Schwingung nur in diesem Bereich hier, entweder in der Diagonale hin und her oder entsprechend kann sich's auch in der Diagonale hin und her bewegen, je nachdem, ob die Phasenlage 0 oder 180 Grad sind. Und wenn aber die Phasenlage 90 ist und man hat also gleiche Amplituden, dann kriegt man hier, oder müssen nicht gleich sein, also eine elliptische Form, und das kann sich je nach Phasenlage dann auch noch so schräg darstellen. Und das können wir Ihnen sehr schön mit einer Überlagerung von zwei elektrischen Schwingungen zeigen, wie Sie gleich sehen werden. Nein. Bitte schön. Ja, wie schon gesagt, wir können hier auf quasi elektrischem Weg die Überlagerung zweier solcher Schwingungen darstellen. Ja. Ich habe da zwei Funktionsgeneratoren, die jetzt ungefähr, also fast genau die gleiche Frequenz haben, ca. 500 Hertz. Wir können uns auch anschauen, wie die Schwingungen, die einzelnen Schwingungen am Oszilloskop dargestellt werden. Ich drehe mal einen da ab und man sieht, eine Schwingung schwingt jetzt quasi nur entlang der X-Achse. Wenn ich den anderen abdrehe, habe ich nur eine Schwingung entlang der Y-Achse. Wenn ich jetzt diese beiden eben überlagere, in einer XY-Darstellung des Oszilloskops, kriege ich dann, wie schon an der Tafel gesehen, wenn man es ganz fein einstellt, gewisse Formen zustande, wie hier fast eine fast stehende Ellipse. Sehr schön geht es. Gerade die gute Zeit. Ja, Sie müssen sich ja vorstellen, wenn die auch sehr genaue Frequenzen haben, aber im Lauf von vielen Schwingern kommen sie ein bisschen außer Phase. Und dadurch fängt sich das zu bewegen an hier. Aber es ist eh irrsinnig wenig. Und dann sehen Sie es mit einer entsprechenden Phasenverschiebung um Pi, haben Sie dann die andere Diagonale hier. Also das kann man, glaube ich, recht schön erkennen. Vielen Dank. Wir kommen auf das noch zurück. Also das ist der Fall, wenn wir die gleichen Frequenzen betrachten. In beiden Fällen ist das Omega drin. Da kommt eine Phasenverschiebung dazu, die hier in dieser Gleichung auch steht. Wenn man hingegen, auch Schwingungen in zwei Dimensionen mit einem rationalen Schwingungsverhältnis betrachtet, Frequenzverhältnis betrachtet. Also zweidimensional mit rationalem Frequenzverhältnis. Sich, dass die Rechnungen dazu etwas komplizierter werden. Es kommen aber doch, je nach den Phasenlagen,
kommen trotzdem geschlossene Bahnkurven heraus. Und das können wir auch mit diesen beiden Oszillatoren zeigen. Jetzt aber deutlich unterschiedliche Frequenzen. Ja, also wie gesagt, wir haben die beiden Oszillatoren auf 500 Hertz eingestellt. Ich werde jetzt den einen einmal auf die Hälfte versuchen runterzudrehen, also circa auf 250 Hertz. Sie sehen, dazwischen kriegt man keine wirklich stabile Bahn zusammen. Aber jetzt sieht man schon, wenn man sich ein bisschen... Okay. Also das ist ein Faktor 2 in den Frequenzen. Irgendwann soll es stehen bleiben. Okay. So. Sehr schön. Genauso könnte man probieren Faktor 3. Also das wäre jetzt circa bei 125. So irgendwie. Das schaut fast dreidimensional wie so ein Ringgespül aus. Ist es aber nicht. Ich glaube, dabei belassen wir es. Genau. Das sind die sogenannten Lissajouschen Figuren. Vielen Dank. Interessanterweise lassen sich diese Lissajou-Figuren auch mit einem mechanischen Experiment zeigen. Ja. Die mechanische Variante dieses Versuchs schaut so aus, Sie sehen da halt 6 weiße Pünktchen auf schwarzem Hintergrund, sind nichts anderes als Stäbe mit unterschiedlichem Querschnitt. Es gibt hier zum Beispiel einen Stab, der hat einen runden Querschnitt, das heißt, er schwingt in jede Richtung mit der gleichen Frequenz. Wenn ich den jetzt irgendwie anstoße, sehen Sie, die Kamera kommt nicht ganz mit, dass das ebenfalls elliptisch bzw. kreisförmig werden sollte. Andererseits haben wir da zum Beispiel einen Stab, der hat einen rechteckigen Querschnitt, wobei halt die eine Seite breiter als die andere ist. Das heißt, ich habe in dieser Richtung eine andere Schwingungsfrequenz als in der anderen. Wenn ich den jetzt so anstoße, dass beide Schwingungen angeregt werden, kommt halt dann irgend sowas raus, was wir da gesehen haben am Oszilloskop, so Faktor 1 zu 2 oder 1 zu 3. Also wie gesagt, je nach Querschnitt dieses... Also Sie sehen, sowas kommt auch mechanisch vor. Das ist also nicht, dass man das nur mit elektrischen Schwingungen erzeugen kann. Aber elektronisch kann man es natürlich präziser machen. Okay, vielen Dank. Und hier sehen Sie eine Zusammenstellung von solchen Lissajou-Figuren für Frequenzverhältnisse 1, 1,5, 1 Drittel, 2 Drittel und für verschiedene Phasenlagen. Das ist so eine Zusammenstellung von dem, was wir jetzt Ihnen experimentell auch zeigen konnten. Also das sind die Lissajou-Figuren. Allerdings, wer sagt denn, dass die Frequenzverhältnisse auch rational sein müssen? Das war jetzt für rationale Verhältnisse. Für irrationale Frequenzverhältnisse sollten wir noch einmal auf das Oszilloskop schwenken, wenn das noch geht. Und dann können Sie sehen, und das ist besonders leicht einzustellen, weil ein irrationales Verhältnis bringt man immer leicht zustande, dass dann einfach im Wesentlichen diese Kurven ständig immer wieder neu durchlaufen werden, es keine einheitliche Kurve gibt und damit letzten Endes das ganze Rechteck ausgefüllt wird. Also wenn man weit weg ist von rationalen Verhältnissen, dann durchläuft man also einen Bereich, wo das ganze Rechteck gleichmäßig ausgefüllt ist. Vor allem auch, wenn man große Frequenzverhältnisse dann hat, dann ist einfach keine System. Sehen Sie, was da dann passiert? Da haben Sie dann einfach gleichmäßig die ganze Fläche überstrichen.
diese Kurve geht immer wieder durch diese Bahnkurve geht immer über neue Teile der Fläche und dann haben Sie also eine gleichmäßige Überlagerung der ganzen rechteckigen Fläche mit den beiden Amplituden, innerhalb von der sich das abspielt. Also dann hat man keine Lissajouschen Figuren mehr. Okay, danke. Also so viel zur zweidimensionalen Überlagerung. Jetzt möchte ich mit Ihnen aber heute auch noch besprechen, was passiert. Denn wenn jetzt eine Schwingung nicht so wie bisher immer gleichmäßig ohne Veränderung weiter vor sich hinschwingt, das hatten wir ja gestern gehabt, wie wir dieses Gewichtsstück da hier in Schwingung versetzt haben, das schwingt einfach so vor sich hin. Wenn ich es aber in eine Reibungssituation bringe, na, das war nicht gut. Das ist ein bisschen viel. So. Dann wird es immer weniger, ist immer noch da, aber irgendwann beobachtet man dann keine Schwingungen mehr. Also, dadurch kommt es, trotz der Geschichte, zu, mit Öl, das wäre gut, ja, mit dem Rapsöl, was man da, na danke. Dann kommt man dazu, dass also die Schwingungsamplitude immer kleiner wird. Wie kann man das beschreiben? In der Praxis sehr wichtig, weil sowas taucht natürlich häufig auf. Das sind die gedämpften Schwingungen. Und da muss man natürlich wieder davon ausgehen, wie immer am Anfang, wenn man sich eine neue Bewegungsform anschaut, wie schaut die Bewegungsgleichung aus? Nun, die Bewegungsgleichung ist in dem Fall so, Masse mal Beschleunigung, wieder eindimensional alles nur gerechnet, ist dann natürlich gleich einmal die rücktreibende Kraft, minus k mal x wie bisher, aber dann noch dazu ein Dämpfungsterm, der wieder zusammenhängt mit der Geschwindigkeit der Bewegung. Je größer die Geschwindigkeit ist, desto größer wird die Reibungskraft sein. Denken Sie an das Stokesche Gesetz zum Beispiel, das wir in der Hydrodynamik gesehen haben. Also kommt dann noch minus ein R mal x Punkt. K ist die Rückstellkonstante. Und R ist die entsprechend dann Reibungskonstante. Naja, daraus ergibt sich auch eine Differentialgleichung. Sie steht ja eigentlich schon da, wenn wir jetzt sie nur noch ein bisschen umschreiben. M mal x2 Punkt plus R mal x Punkt plus k mal x ist gleich 0. Ein bisschen komplizierter. Da ist dieser Term mit r mal x Punkt noch dazugekommen. Aber ansonsten ganz ähnliche Situation. Und jetzt, meine Damen und Herren, und dafür vor allem zeige ich Ihnen das. Sehen Sie die Power dieses komplexen Ansatzes. Wir können auch für diese Gleichung, obwohl sie komplizierter ist, nach wie vor denselben komplexen Lösungsansatz machen. Und er führt auch zum Ziel, denn wir schreiben wieder x ist gleich a mal e hoch i Omega t, das ist der komplexe Lösungsansatz. Damit wir einsetzen können, brauchen wir das x-Punkt und das x2-Punkt. Das x-Punkt ist daher a wieder mal e hoch i Omega t, aber die innere Ableitung i Omega, und das x2-Punkt, das kennen Sie beide schon von gestern, ist wieder a mal i Omega, e hoch i Omega t mal noch einmal i Omega herunter, gibt ein minus
Omega Quadrat mal E hoch I Omega T. Und da ahnen Sie schon, was jetzt passiert. Es steht nämlich bei allen dreien immer die gleiche Zeitabhängigkeit drinnen. Und nichts anderes als konstante Vorfaktoren. Das heißt, wenn man das jetzt da oben einsetzt, ist eigentlich schon vorprogrammiert, dass das wieder funktionieren muss. Das ist eben der große Vorteil eines solchen Exponentialansatzes. Und das machen wir natürlich. Dann kriegen wir durch Einsetzen kommt dann heraus, m mal x2-Punkt, das ist minus a Omega Quadrat mal die E-Potenz. Minus a Omega Quadrat e hoch i Omega t. Dann haben wir plus rx-Punkt, plus r mal x-Punkt, das ist a i Omega e hoch i Omega t. Plus k mal x. X ist a e hoch i Omega t. Und das ist 0. Und es geht wieder. Es geht wieder so, dass man durch diese komplexe E-Potenz gleich durchkürzen kann. Und Sie kriegen hier schon eine Gleichung, wo man sich das Omega, also die Schwingung, entsprechend ausrechnen kann. Na, und was kommt da also jetzt heraus? Bitte? Können wir auch. Das wollte ich auch gleich ansprechen. Auch die Amplitude kriegen wir hier wieder weg. Na, und auf die Art und Weise können wir sofort hier agieren. Dividieren wir nur noch minus m, dividiert durch minus m, dann haben wir hier nur mal stehen Omega Quadrat, dann haben wir minus IR durch m, IR durch m mal Omega und dann noch minus K durch m ist gleich 0. Aber was da herauskommt, meine Damen und Herren, ist eine quadratische Gleichung. Jetzt haben wir eine etwas andere Situation, die müssen wir also wirklich lösen. Wir werden das nicht in allen Details machen. Schauen wir einmal, was ist, wenn R gleich 0 ist, also keine Dämpfung, dann bleibt ja nur stehen, Omega Quadrat ist gleich K durch M oder Omega 0 ist Wurzel aus K durch M. Das ist schon das, was wir da oben hatten, für die ungedämpfte Schwingung. Nur muss ja rauskommen, sonst wäre das Ganze ja falsch. Aber wenn wir also jetzt R ungleich 0 betrachten, dann natürlich kommt was anderes heraus. Und da kommt also heraus, wenn man diese Gleichung löst, dass wir dann erhalten, dass Omega ist gleich minus P halbe, nicht P und Q, minus P halbe, das ist IR durch 2M. Minus P halbe, plus oder minus Wurzel aus, jetzt kommt P Quadrat Viertel, das ist das quadriert. Und da haben wir also dann entsprechend P Quadrat, das ist also I mal I ist minus 1, haben also minus R Quadrat durch 4M Quadrat. Und dann anschließend noch plus Q und minus Q. Und dieses Q ist K durch M. Minus minus Q ist plus K durch M. Und das ist aber Omega 0 Quadrat, schreiben wir gleich dazu. Denn Omega 0 Quadrat ist K durch M. Und Sie können schon sehen jetzt, da ist eine Lösung, die selbst wieder einen imaginären Teil und diese Wurzel hat. Wenn wir jetzt annehmen, dass diese Dämpfung nicht zu groß ist,
Also wir nehmen an, eine schwache Dämpfung. Das heißt, dass R durch 2m ist kleiner als Omega 0. R durch 2m ist kleiner als Omega 0 oder R Quadrat durch 4m Quadrat ist kleiner als Omega 0 Quadrat. Damit gewinnt das Plus und das Minus ist weniger. Der Inhalt unter der Wurzel ist positiv. Daher wird diese Wurzel eine reelle Größe sein. Das natürlich bleibt imaginär. Wenn man da jetzt einsetzt, kommt man drauf, durch Einsetzen in den Lösungsansatz, der Lösungsansatz steht, wo steht er? Hier, das ist unser Lösungsansatz. Dass wir hier jetzt herauskriegen, dass dieses x, wenn wir für unsere Zwecke hier noch das Minus weglassen und uns nur mit der Lösung mit Plus begnügen, kommt also heraus, dass dieses x jetzt gleich ist. Einmal natürlich dieses a, die Amplitude, und jetzt mal e hoch i Omega t. Omega ist aber jetzt eine komplexe Zahl mit einem imaginären Anteil und einem reellen Anteil. Dieses e hoch i Omega t, da muss man jetzt drauf aufpassen, wenn man das i Omega t mit dem reellen, mit dem imaginären Teil multiplizieren, haben wir i mal i ist minus 1 mal r durch 2m. Das heißt, wir kriegen hier heraus, das ist mal e hoch minus r durch 2m mal t. Das kriegen wir heraus, wenn wir dieses i Omega t einmal mit dem ersten Teil multiplizieren. Also i mal Omega mal t ist minus r durch 2m mal t. Aber dann natürlich müssen wir es auch mit dem zweiten noch multiplizieren. Und da kriegen wir dann noch eine E-Potenz heraus. Und da steht natürlich jetzt drinnen, i mal Omega, das ist diese Wurzel, minus r Quadrat durch 4m Quadrat plus Omega 0 Quadrat mal t. Und jetzt schauen Sie, wie man mit einfachen Mitteln nur durch Einsetzen dieser komplexen Kreisfrequenz in den komplexen Lösungsansatz hier sofort die entsprechende Lösung kriegt. Denn dieser Anteil, e hoch i mal d mal t, das ist ja wieder eine Kreisfrequenz. Und wenn die Dämpfung sehr klein ist, ist es beinahe Omega 0, Wurzel aus Omega 0 Quadrat. Bei kleiner Dämpfung kommt ein bisschen was weg. Da steht dann eine gedämpfte Frequenz, etwas kleiner als die ungedämpfte. Aber das Ganze ist nach wie vor eine Kosinusfunktion im Reellen. Während da vorne steht jetzt eine reelle E-Potenz. E hoch minus R durch 2m mal t. Und das bedeutet einen Rückgang. Und was man damit erhält, ist genau das, was ich Ihnen da ganz grob mit dem Gewichtsstück im Wasser gezeigt habe. Sie haben hier die Amplitude, und zwar jetzt schreiben wir das als den Realteil auf, gegen die Zeit, und Sie kriegen da eine Abnahme der Amplitude, und die Schwingung schaut dann etwa so aus. Und Sie können auch entnehmen, aus dieser Beziehung hier, dass mit dieser Größe hier die Abnahme im Verlaufe der Zeit zu sehen ist. Denn wenn t gleich ist 2m durch r, dann geht das gerade, wenn das t gleich 2m durch r, ja, da sollte ich das natürlich jetzt noch definieren als Gamma.
Ja, wenn das T gleich 2m durch R ist, dann haben Sie gerade R durch 2m mal 2m durch R und Sie gehen auf den Faktor E hoch minus 1. Also wenn Sie hier die Amplitude haben, haben Sie da die Amplitude durch E und in dieser Zeit haben Sie gerade eine Abnahme von voller Amplitude auf 1 durch E mal diese Amplitude. Also mit dieser Darstellung haben Sie eine exponentiell abnehmende Amplitude mal einer ungedämpften Schwingung, damit also eine gedämpfte Schwingung und die Abnahme ist so, denn wenn das T gerade Tau ist und das ist dann gleich 2m durch R, dann geht diese E-Potenz auf E hoch minus 1 oder auf 1 durch E zurück und das ist gerade die Zeitkonstante für die Dämpfung. Es ist nicht sinnvoll zu fragen, wann geht die Schwingung auf 0 zurück. Sie geht nie wirklich auf 0 zurück. Sie wird nur immer weniger und irgendwann einmal experimentell dann nicht mehr wahrnehmbar. Aber das ist eine Frage, wie genau Sie schauen. Aber was man sehr wohl fragen kann, sinnvoll ist, wie lange dauert es, bis die Amplitude auf den E-ten Teil zurückgeht. Und E ist 2,7 und irgendwas, also beinahe 3. Also circa auf ein Drittel. Die Zeit gibt dann die Zeitkonstante an und das ist gerade der Reziprokwert von dem, denn wenn Sie das mit 2m durch R multiplizieren, steht E hoch minus 1 da und damit haben Sie gerade hier die Abnahme auf den E-ten Teil. Damit haben Sie hier eine Schwingung mit schwacher Dämpfung. Morgen werden wir noch kurz die Verhältnisse für starke Dämpfung besprechen und dann gehen wir zu den erzwungenen Schwingungen über. Da gibt es immer wieder nette Experimente dazu. Danke.